Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Weiter geht's hier. Wir machen heute einen Run. Und zwar diesmal im Schwierigkeitsgrad hart. Ja, das sieht man auch an diesem blutroten Fleck. Und wenn es schon hart ist, dann will ich einen Charakter nehmen, mit dem ich relativ sicher unterwegs bin. Nämlich mit Magdalene. Das probieren wir jetzt einfach mal. Mal gucken, wie hart es wirklich ist. Ja, da unten, da links sieht man schon das Symbol. Das ist wohl das Zeichen für extra hart und so. Schauen wir mal. Ja, das sind schon mal andere Gegner, wie man sie sonst aus dem ersten Dungeon kennt. Und wenn ich mir vorstelle, was da später dann so kommen wird. Ja, ich bin gespannt. Lass mich da aber nicht aus der Ruhe bringen. Wir ziehen das richtig gut durch, hoffe ich zumindest. Okay, ich benutze mal die Pille. Paralysis, okay. Jetzt ziehen wir die blöde Pille schon mal los. So, das sind auch Spinnen, die ich... Ach, es ist allein diese Raumkonstellation. Zwei Spinnen in der Mitte und dann die blöden Fliegen draußen. Da ist man doch schon so gut wie getroffen, ey. Es ist eklig, eklig. Ein ekliger Raum. Oh, weia. Ja, ich bin mir ja nicht sicher, ob das gut gehen wird, aber... Ich versuch's durchzuziehen. Das Herz, das hebe ich mir einmal auf. Ich sollte Gebrauch von meinem Yummy-Herz machen. Mit der Taste. So. Magdalene, da habe ich eigentlich dank der reichlichen Herzen immer relativ viel Glück. Och komm! Ich bin doch einfach nur durchgelatscht. Macht mir die Kacke oben und unten Probleme. Toll. Oh. Okay, okay. Das war jetzt nicht so schlimm. Alles klar. Kriegen wir unser erstes... ja, wie nennt man die eigentlich? Ich vergesse immer die richtigen Bezeichnungen. Ich bleib bei passivem Item. Okay, unser erster Schlüssel. Ja, also Schwierigkeitsgrad hart. Man erkennt es an den anderen Gegnern, aber Drop-Chance, Items und so weiter und so fort, das bleibt natürlich alles random. Ich habe übrigens letztens... im Livestream einen netten Binding of Isaac Klon gespielt. Der nennt sich Our Darker Suppose. Gibt's auf Steam für ein paar Euro. Ist jetzt nicht so komplex wie ein Isaac. Und auch nicht so kultig. Aber es hat mir doch recht Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach einer Alternative zu Isaac, kann ich euch Our Darker Suppose nur wärmstens empfehlen. Ist mal nicht schlecht. Ist ein bisschen düsterer auch. Ein bisschen skurriler. Ne, skurril eigentlich nicht. Ah ja, Schatzraum. Was ist denn das nochmal für ein Buch? Oh, das klingt eigentlich sehr gut. Das, wir sind temporär unzerstörbar. Ja, aber für das Herz hergeben, das ist halt die Frage. Ich werde es auf jeden Fall mal für den Boss mitnehmen. So viel ist sicher. Ich habe leider noch keine Bombe, um hier irgendwas freizubomben. Na gut, dann erstmal noch hier hoch. Oh Gott, nee, ey, Super Envy. Ich weiß ja nicht, ob die Champions und Zwischenbosse, ob die auch vom Schwierigkeitsgrad betroffen sind und dadurch extra fies werden. Der ist ja schon mal eine Nummer fies für den ersten Dungeon. Gut, er macht nichts, aber trotzdem, er ist groß und mächtiger. Wie die kleine Version von ihm. Es ist lästig, ihn zu töten, ich sag's immer wieder. Wir haben schon sehr, sehr lange keine Mama mehr gekillt. Ich bin ein bisschen deprimiert, muss ich sagen. Wir müssen uns mal wieder ins Zeug legen. Es gibt ja noch so viel mehr, was sich jetzt erst nach und nach freischaltet. Es gibt noch so tolle Bosse. Ich muss euch noch so viel zeigen. Und die Challenges. Ach Gott, die Challenges. Nur zwei... eins nur sogar. Weil ich ja blöderweise... beim Schatz gestorben bin. Das ist so ultra blöd. Das schaffe echt nur ich. Ah, und ehrlich gesagt ist das auch schon wieder eine... Also, normalerweise teilt er sich nicht so oft. Aber dadurch, dass es halt Super Envy ist. Und dann auch noch die blöden Steine, die mich hier einschränken von der Bewegung her. Oh, komm, ey. Ach, komm! Sag mal, ihr bewegt euch aber komisch. Ey, wenn das so weitergeht, wird das ein verdammt kurzer Run. Das kann ich nicht dulden. Oh, komm. Es ist doch... Hey, wo soll ich denn noch hin? Shit, jetzt kann ich mal mein Buch nehmen. Kann ich euch jetzt anrempeln? Ja, ich kann ein bisschen unvorsichtiger spielen.
Aber es ist ja nur temporär. Es endet schon wieder. Ich habe viel zu viele kleine gemacht. Nein. Gott, ich muss das überleben, Leute. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, nein, 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 nein. Lass mich alle in Ruhe. Oh, scheiße. Das war's. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, der hatte Modus kurz angespielt. Vielleicht sollte ich mich erst an den normalen wieder gewöhnen. Bevor ich mich an den harten traue. Toll! Mach mal eine Challenge. Nein, und High Brown mach mal nicht. Wir gehen das Ganze jetzt mal von unten an. Wir machen jetzt 20, den Puristen. So, egal was das ist. Mom? Purist, Curse of the Unknown. Okay. Ich sehe keine Herzen. Ja, ist schon mal toll. Ich bin Isaac, hab eine Bombe und sonst nichts. Okay. Hey, wer braucht schon die Anzahl seiner Herzen? Wir können ja mitzählen. Wir haben jetzt 3. Wenn wir das immer so im Hinterkopf behalten, aber gut, ich wette mit euch, ich kann es nicht im Hinterkopf behalten. Wenigstens wenn die ersten Silberherzen kommen, dann... So, wir haben jetzt 2,5. Oh, Katze. Mal schauen. Lass mal die Spinnen wegmachen. Was brachte nochmal die Katze, Kerm? Habe ich jetzt meine Challenge, ist das... War das Zufall, dass... Also, nur zur Erklärung. Die Kerze gibt mir Immunität von jeglichen Flüchen. Deswegen sehe ich jetzt wieder meine Herze. Wenn jetzt die Challenge daraus besteht, von diesem Curse lebt und besteht, dann habe ich die ja irgendwie gebuggt. Also eigentlich müssten sie das ja sperren. Sonst habe ich ja die Challenge nicht wirklich gemacht. Ich meine, ich sehe ja jetzt meine Herze. Aber vielleicht ist diese Challenge auch was ganz anderes, was ich jetzt noch gar nicht weiß. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist es schon mal... Ich finde es lustig, dass ich jetzt meine Herze sehe. Ach komm, Mann! Sonst nur so klein! Oh, sowas ärgert mich jetzt. Das hätte nicht sein müssen. Na gut, cool bleiben. Pretty Fly. Okay, Pretty Fly ist schon mal was Gutes. Hier drüben... ich warte mal noch. Ich habe nur einen Schlüssel. Ich muss das Zeug leider warten. Die Frage ist jetzt, diese Challenge, muss ich da bis zur Mom kommen oder weiter? Dadurch, dass es Challenge 20 ist, kann es auch durchaus sein, dass das eine große Challenge ist. Denn es geht nach Mamas Fuß ja bekanntlicherweise weiter und es geht auch nach Mamas Herz eventuell weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Challenge geht. Das werden wir aber noch erfahren. Es sei denn, ich sterbe wieder vorzeitig, aber ich habe es mal nicht geplant. Ich will weiter leben. Das nächste Mal machen wir übrigens vielleicht wieder ein Seed. Ich habe ganz viele interessante Sachen von euch bekommen. Ich muss mir das unbedingt mal angucken. Ich kam noch nicht wirklich dazu. Beziehungsweise ich habe ein bisschen mehr Lust auf normale Runs. So, jetzt du. Okay, da ist ein Herz drin. Ja, ich habe blöderweise halt nur eine Bombe, ne? Okay, Purist bedeutet schon mal, dass es keine Schatzräume gibt, wie ihr seht. Aber es gibt den Shop eventuell. In den Shop zu gehen bringt mir nichts, deswegen mache ich die Tür auf. Die Tür ist... Ah! Naja, ey, das war gut. Der hat mir die Kiste aufgebombt und da ist noch eine... den Stein aufgebombt, da ist noch eine Kiste drin und deswegen mache ich die auch auf. Die Maske. Also ich muss gerade sagen, ich habe ein unglaubliches Glück, denn die Challenge besteht auch daraus, dass wir keine Schatzräume haben. Aber ich habe schon 2 unglaublich gute Schätze bekommen. Das ist gut. So, jetzt habe ich noch eine Bombe für diese Stelle. Ich werde mal ein bisschen höher. Vielleicht ist da ja noch was für uns. Nein, leider nicht. Aber 2 Schlüssel. Das Herz, das Herz, das Herz. Ja, gut beim Boss. Ach komm, da wird jetzt schon nicht kein schlimmer Boss kommen, den schaffen wir. Ich kann das Herz dann auch noch danach noch holen. Dann habe ich wahrscheinlich wirklich Bedürfnis danach. Oh, wir spielen gegen die Gurglins. Das ist ein seltener Boss, vor allem auf der ersten Ebene. Na gut, dann soll es so sein. Das ist ein Boss, mit dem ich relativ gut klarkomme, wenn ich nicht gerade so blöd ranstoßen würde.
Bewegung bleiben ist natürlich wichtig, aber aufpassen. Können ganz schön schnell werden. Ja. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Ganz schön biestig. Ganz schön biestig. Ah, ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Jetzt ist hier leider relativ viel Rot. Ich bin fast umzingelt von Rot. Okay, aber wir haben es fast. Wir haben es fast. Jetzt wird das Rote auch... Ach, das Rote kommt nur, wenn es rennt. Auch interessant. Wusste ich jetzt gerade gar nicht so genau. Na komm, der hat doch kaum noch was. Machen fertig. Ja, 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 ja. Komm schon. Jawohl. So, Seelenherz und HP Tears Up und Shot Speed Down. Okay, das nehme ich doch gerne in Kauf. Jetzt können wir uns auch das Herz holen. Bomben habe ich leider keine mehr. Und wie gesagt, Schlüssel, zwei Münzen, das lohnt sich nicht. Deswegen Herz holen und ab mit uns. Ja, ich bin jetzt echt mal gespannt. Also Purist kann doch jetzt nicht alleinig die Challenge sein, dass es keine Schatzräume gibt. Das ist ja bei fast jeder Challenge so. Weil sie ja eigentlich verhindern wollen, dass man sich die eigentliche Challenge durch irgendein Item neutralisiert. Aber ich hatte ja jetzt in diesem einen Opferraum sowas von Glück, dass ich ausgerechnet die Kerze bekomme, die Fluchimmunität schenkt. Also das ist echt krass. Das hätten sie eigentlich unterbinden müssen. So, Basement 2. Und ja, im Grunde ist das eigentlich jetzt fast ein ganz normaler Run, außer mit der Tatsache, dass ich eben die Challenge für mich entscheiden kann. Und deswegen machen wir das mal. Ich muss nur siegen. Mist, jetzt habe ich gar nicht auf das Eben geguckt, wie viele Ebenen wir runter müssen. Hatte ich gar keine Acht drauf. Gucke ich halt nach dem nächsten Boss. Mensch, ich wollte doch eigentlich auch einen Gast haben. Ich hoffe, ich denke das nächste Mal daran, einen Gast einzuladen. Für mich so ein bisschen die Gästeparts. Ich habe in der letzten Zeit was so viel Real-Life-Mist, sage ich euch. Da kam ich nie dazu, mit jemandem was aufzunehmen. Also so gut wie nie. Bisschen schade. Mal gucken, ob ich das nächste Mal endlich wieder schaffe. Weil bei Isaac kann man sich nebenbei so schön unterhalten, finde ich. So. Kein Problem mit denen. Halbes Herz, ja, genau richtig für mich. Genau passend. Und weiter geht's. Yo, keine Bomben für mich. Schade, dass man Fässern oder sowas nicht verschieben kann. Das wär's doch. Oh, haben ein Geheimnis gefunden. Immerhin. Der Schlüsselmeister. Ich habe 4 Stück, aber... Nee, die brauche ich selbst. Da bräuchte ich schon deutlich mehr, damit ich dem Schlüsselfresser was gebe. Machen wir das noch weg. Ah, komm schon. Und jetzt du noch. Komm, der hat nicht mal viel. Okay, Batterie bringt uns jetzt noch nicht wirklich was. Weiter geht's. Oh, böses Feuer. Bleib in Bewegung. Dann spucken sie mich an. Och, ey, natürlich trifft er ganz genau. So, aber ist ja nicht so schlimm. Okay, ich bräuchte jetzt unbedingt mal eine Bombe. Da ist nämlich schon wieder ein Stein für mich. Was ist das denn? Trickle Charger? Na gut, ich nehme es mal mit. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Irgendwas mit den Aufladungen muss das zu tun haben. Aber ich habe nichts zum Aufladen. Das ist das Problem. Ich habe auch keine Münzen, um mir was Schönes zu kaufen. Hm, das ist ärgerlich. Ich gehe jetzt mal in den bösen Raum. Jo, das hat sich gelohnt. Okay, sonst ist hier nichts. Der Challenge Room kann ich nicht machen. Das da oben will ich nicht. Schlüsseltypi will ich auch nicht. Gut, Batterie bringt mir nichts. Das heißt, wir können gehen. Mal gucken, wer kommt. Monstro! Mein alter Freund. Du Klassiker schlechthin, du. Och nö. Na gut, jetzt wenigstens ist das kleine Gefolge weg. Stört mich das nicht mehr. Kann ich mich schön auf Monstro konzentrieren. Hört doch mal auf, mich anzukotzen. Sag mal, das ist widerlich. Das ist widerlich. Hört doch mal auf. Na gut, der kriegt doch schön Schaden dadurch. Soll mir recht sein. Die Herzen kriege ich irgendwann wieder, ganz bestimmt.
So. Oh yeah, the devil roof. Der Teufel ruft. Damage und Range up. Jawoll, ja. So kriegen wir genau das Richtige mal wieder. So, die zwei Herzen nehme ich auf jeden Fall. Und mein teuflischer Freund für ein Herz. Das ist der, wo dann immer das Zeug rausbläst wie wild, ne? Dann habe ich wieder drei. Nee, ich werde mal ablehnen. Möchte ich diesmal nicht. Bomben habe ich nicht, also kann ich gehen. Oder? Ja. Nee, ich wollte diesmal nicht diesen Freund. Ist zwar gar nicht mal so schlecht, aber... Aha, und auf der Karte sieht man, diesmal müssen wir bis Mamas Herz spielen. Das ist eventuell auch die Teil der Challenge, weil die meisten Challenge hören halt bei Mamas Fuß bereits auf. Soll mir recht sein. So, das heben wir uns auf. Was seid ihr denn? Relativ selten sieht man diese Dinger. Aber es ist ihnen kein Problem. Ich droppe nur ein paar Spinnen, wenn sie fertig sind. Die haben Todesröcheln. Todesröcheln. Beschwöre zwei Spinnen. 1-1 Kreaturen. Ja, ich musste mal wieder die Sprüche rauslassen. Das tut mir leid. Ich kann nicht anders. So, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Vielleicht erst, wenn ich meine schwarzen Herzen verloren habe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Na gut, das sind noch die etwas harmloseren Spinnen. Ich hasse diese anderen, die diesen Laserbeam machen oder was auch immer das sein soll. Ach, Wandspinnen, ich sag's euch. Die ekligste Neuerung in diesem Rebirth. Wandspinnen. So, wie ist der Rotter auf? Komm, 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 komm. Mach mal fertig. Jawohl, ja. Noch ein. Ach komm, jetzt hört doch mal auf mit euren Schlüsseln. Was soll ich mir so viel Schlüsseln, bitte? Challenge. Oh yeah, der lohnt sich. Aber doch nicht so. Na gut, die anderen Kisten sind bestimmt toll. Schön, dass die Gegner warten, bis ich die zwei Spinnen erledigt habe. Das finde ich fair. So viel Fairness habe ich im Spiel gar nicht zugetraut. Das war doch jetzt unnütz. Hey! Och komm, das war unfair. Spawnt er genau da, wo ich stehe. Man könnte ihn als Lacker bezeichnen. Na komm. Eigentlich gar nicht schwer, die Dinger. Ist eigentlich einer meiner Lieblingswellen, weil einfach und so. Aber ich habe mich halt ein bisschen doof angestellt und mich treffen lassen. Das finde ich nicht so dolle. Gut. Das haben wir auch erledigt und Schluss ist. Oh yeah, jetzt lohnt es sich mal, den Shop zu besuchen. Was ist das? Energy, okay, und das? Wizard, toll, bringt mir nicht viel. Okay, 17 Münzen, ich hoffe, ich finde den Shop. Ja, da oben ist er schon, wunderprächtig, gehen wir gleich mal rein. So, was ist denn das für eine komische, kaputte Taschenuhr? Ich nehme sie mal mit. I think it's broken. Ja, aber sie wird mir schon noch irgendwas bringen. Ach, dieses Wizard, das ist so blöd. Jetzt kann man warten, bis es vorbei ist. So, ich hoffe, ich krieg noch Münzen. Ah, ich habe ja auch Bomben, sehe ich gerade. Ich habe ja jetzt Bomben. Gut, dann ist ja gut. So, hier ist eine Herzmaschine. Ob wir die brauchen, sei mal dahingestellt. Wandspinnen! Gleich so viele. Aber wir haben es geschafft. Weiter geht's. Okay, die sind auch smooth. Jo, 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 Spinnies. Ja, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Alles klar, weiter. Nochmal die gleichen. Und dann gibt es auch schon fast einen Boss. So. Shit, ich sehe schon an der Karte, das ist ein Doppelbossraum. Na toll. Aber wir haben mehr wie reguläre Herzen. Wir haben schon ein komisches Ding gekauft. Also, ja, gehen wir rein, ne? Geminis im Doppelpack. Oh Gott, das kann ja etwas werden.
Auf jeden Fall eine sehr... Oh, shit. Eine sehr lauffreudige Runde. Oh, die können so schnell sein. Sag ich euch. Ich kann gar nicht so schnell laufen. Was ist denn da los? Okay, einer ist aber schon los. Oh, oh Gott. Ich kann gar nicht... Selbst wenn ich wollte. Was soll ich denn dagegen machen? Okay, ich habe keine Items. Das sieht gar nicht gut aus jetzt. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich bin tot. Hey, wie schnell. Wie unglaublich schnell war das denn gerade? Dabei war das... Oh, Mann. Ich kann doch nicht schneller wie rennen. Also... Da, toll. Momentan haben wir echt eine Pechsträhne. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also... Tja. Traurig aber wahr. Ich bin tot. Und es lohnt sich jetzt auch nicht, noch was Neues anzufangen. Ich werde versuchen, das nächste Mal wirklich einen Gast dabei zu haben. Der darf dann komplett entscheiden, was wir machen. Entweder ein Run, eine Challenge oder was auch immer. Ich bin gespannt, was er wählt. Oder sie. Ja. Gut. Schade. Na, ich habe echt Potenzial drin gesehen. Gerade weil wir diesen Immunitätsflug-Dingsbum gehabt haben. Aber na gut, hat nicht sollen sein. Nächstes Mal klappt es vielleicht besser, wenn es wieder heißt Let's Play The Binding of Isaac Rebirth.